sagen wir mal, entspannen. In welcher Form? Erholen auf dem Zimmer eigentlich. Videospiele, Kartenspiele, Gespräche mit dem Zimmerkollegen? Ja, Videospiele und Kartenspiele, jetzt eher weniger, eher dann Gespräche. Ich war einfach mal abschalten dann auch. Und bei mir hat sich das jetzt relativ kurzfristig dann auch noch entschieden, dass ich ja dann auch noch mit dabei sein darf. Da habe ich jetzt keine Aufgabe irgendwie noch an die Hand gekriegt. Also das weiß ich ja von allen Jugendspielern, dass sie das ja von sich aus schon sehr gut machen, sich da gut integrieren, und da muss man eigentlich nicht noch nachhelfen. So viele Trainingslager habe ich da jetzt auch noch nicht mitgemacht. Wo ich 2014 gekommen bin, habe ich ja das Sommertrainingslager verpasst. Im Winter war ich dann dabei, im Sommer dann wieder nicht. Von daher ist das jetzt, glaube ich, sogar erst mein erstes, mein drittes Trainingslager hier bei RB, glaube ich. Also so viel habe ich jetzt hier noch gar nicht erlebt. Bei Bochum habe ich bei den Profis nur eins mitgemacht, was wir selber dann auch in Bochum gemacht haben, und in der Jugend, ja, das unterscheidet sich schon natürlich noch ein bisschen von dem jetzt hier. Inwiefern? Ja, dass man da nicht so gute Bedingungen genießen durfte, wie jetzt hier zum Beispiel.